Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir die Minifabrik und die Händler-Nopons entdeckt. Sehr praktische Dinger. Minifabrik zum einen deswegen, weil ich der einfach richtig billig mir 10.000 Materialien einfach rausholen kann. Sehr nice. Seit dem letzten Mal hat sich mein Avatar übrigens verändert. Wenn ihr wissen wollt, wieso, weshalb, guckt einfach die Videos von letzter Woche. Dann wisst ihr warum. Ja, alle haben hier so ein bisschen die Fähigkeiten durchgezwitscht. Jetzt spiele ich mit Catgirl. Nein, wir spielen mit Mio. Ihr seht hier nochmal alle Namen, für die, die es auch vergessen haben. Weil bei mir ist ehrlich gesagt die letzte Aufnahme so ein paar Wochen her, weil ich momentan sehr, sehr viel zu tun hatte. Ich muss jetzt selber erstmal gucken, was ich eigentlich vorhatte. Ich will die Karte einmal sehen. Ja, von hier. Da muss ich hin. Ich will aber erstmal gucken, was in dieser Höhle drin ist. Die sieht sehr mysteriös aus. Da sind Schattenflatters drin. Die werden Ruhe lassen. Okay, hier sind Viecher drin, die über meinem Level sind. Das wäre damit dann geklärt. Achso, wäre ich hier letztes Mal auch runtergekommen. Beziehungsweise wieder hoch. Ja, das ist jetzt auch zu wissen. Ja, ihr wisst ja, dass es bei dem Spiel eigentlich sinnvoll ist, alles zu erkunden, was man findet, ne? Weil man sehr, sehr viel bei diesem Spiel entdecken kann. Wir folgen jetzt aber erstmal unserer Zielmission. Hier sind die richtig fetten Kröten. Das war keine Beleidigung, die sind wirklich dick. Mit 22er Viecher, die ich wahrscheinlich sogar tatsächlich besiegen könnte, weil das einfach nur so komische Mücken sind. Mietemücken. Ja, die sollte ich besiegen können. Taktik, Angriff konzentrieren. Und bin tot. So viel dazu. Okay. 22er Viecher, zumindest in Gruppe, recken die einfach weg. Die haben ja echt nicht lange gebraucht. Nee, nee, ich wollte mit Scotonto reden. Ich weiß nicht, warum der immer irgendwie überspringen will. Ich drück die Taste nicht und der will es trotzdem. Ich würde mal sagen, wir gehen auf die andere Seite. Beziehungsweise schwimmen darüber. Okay, wir doch gehen. Ist nicht tief genug, dass wir schwimmen können. Soll mir auch recht sein. Oh, da ist ein besonderer Unkor. Ein Boss. Ach, lass mich doch jetzt in Ruhe, du komische Pflanze. Ich habe kein Interesse an dir. Wechsel das nicht. Unbedachte Bombenbar. Die machen wir fertig. Kommt. Haut da drauf. Ich kann fusionieren. Irgendwann. Steht da oben rechts. Lese ich das richtig? Zack. Komm, Gombaba, besiegen wir. Zack. 1500 Schaden. Ist schon mal saftig. So, jetzt lassen wir das Vieh schwanken. Dann fällt es gleich um. Sag ich doch.
Oh, da war's gerade. Fusion. Ich warte mal, bis das nochmal aufbringt. Ich würde das gerne mal machen. Ich wüsste nur gerne, was die Voraussetzungen sind. Okay, ich habe mit dem Bodenhieb irgendwas gemacht. Ich weiß aber nicht, was genau. Wow, mein Mega-Angriff hat verfehlt. Aua. Oh, Regenerationszone. Ich reihe noch nicht ganz, was ich tun muss, damit ich die selber wiederbeleben kann, ne? Leute, wir haben doch Healer. Nutzt doch mal eure Heiltechniken. Ich verstehe die Voraussetzungen für Wiederbelebung immer noch nicht, ne? Nur, du machst gerade richtig praktische Sachen. Moment, ich gucke jetzt mal kurz nach, was muss man machen, um wieder zu... Nur Heiler können wiederbeleben. Na gut, wir haben den Frosch einmal bekämpft. Das reicht ja. Irgendwann machen wir den auch fertig. Da kommen die Frösche. Frosch an mir kommt. Zürze die Wandernde. Könnten wir auch umkämpfen. So, komm hier. Aua. Bitte keine weiteren Flüge, die sich einmischen. Ach, dann kann man den Angriff ein bisschen reinspammen. Und ich konnte es nicht zum Schwanken bringen. So, nur sie kann wiederbeleben, ne? Das ist so nervig, dass ich dafür einmal rüberwechseln muss. Wenn du jetzt auch noch ein bisschen öfter deine Heilzone mal machen würdest. Ja, du. Danke.
So. Der hat gerade gut was abbekommen, der Vogel. Er ist schon half life. Ja, Zürze, die machen wir fertig. Aua. Och, dann müsste ich ein anderer Vogel ein. So, mach den da jetzt erstmal fertig. So, das Nervige ist tot. Na toll, unsere Healer sind tot. Das bringt's auch. Es bringt so viel, wenn die Healer tot sind, ne? All under control. Okay, wir haben zwei Bosse bekämpft und fast tot gekriegt. Auch wenn wir verloren haben, war es ein Erfolg. So, jetzt wollen wir aber auch ein bisschen mehr Story sehen. Jetzt lasse ich die Viecher in Ruhe und renne einfach direkt zum Zielort. Sind wir alle damit einverstanden? Gut. Danke, dass sich keiner von euch beschwert. Ich glaube, ich muss immer so 3-4 Level über denen sein, um die besiegen zu können. Im alten Xenoblade war es ja auch ungefähr so. Alright, let's try it out on these critters. Hey, this is still new to us. Don't rush in. We've been spotted. Ach, jetzt soll ich hier die Fusionstechniken eigentlich üben, ne? Ja, Fusionstechniken. Wenn ein paar aus Klassen und Meistertechniken aufgeladen ist, können ihre Effekte kombiniert werden. Halte ZR und drücke für den Knopf das gewünschte Paar. Okay, man kann das alles aneinander anschließen. Und dafür müssen beide Techniken halt bereit sein. Das lässt sich eventuell nicht umsetzen. Stimmt ja, ich kann ja noch so eine alte Fähigkeit von der Klasse nutzen, ne? Zack. So, tschüss. Oder auch nicht. So, tschüss. Geilo. I felt a lot more nimble there, like the way you usually fight. It looked like second nature to you. It was crazy. You should have seen yourself. I think I could have thrashed you with a little more practice. You know, it's totally bananas. Ouroboros is bonkers powerful. Right? Ah! The gauge for the locked icon has filled right up. Same here. So logically, if we gain enough experience by fighting together, we will become able to use each other's classes. That seems to be it. As much as I'd like to experiment. Yeah, I guess we shouldn't stay in one place for too long. Right. Well, better get ourselves down south. Ja, auf nach Süden, würde ich auch sagen. Ja, Klassenrang erhöhen, dann steigst du den Klassenrang, du kannst auch Nopon-Münzen nutzen dafür. Okay.
Okay, und durch spezielle Mission kann ich den Rang nochmal höher als 10 pushen. Okay. Ich lese mir hier alles aufmerksam durch. Haltungstechniken. Haltungen gewähren die spezielle Effekte, die eine Zeit lang anhalten. Aber kreisen Lichtbänder um den Charakter, solange die Haltung aktiv ist. Sie erlöschen mit Haltungsende. Okay. Ah, jetzt kann ich wieder die Klassen wechseln. Nett. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder ihm sagen, er wäre wieder Schwertkämpfer. Na gut, aber ich sollte sie, glaube ich, erstmal hier die ganzen Klassen hier leveln lassen, ne? Klingt für mich zumindest besser. Ah. So, für den kleinen Zwischencut. Ich musste mal eben kurz an die Tür. Wo will mich das Spiel denn jetzt eigentlich hinhaben? Ganz gemeine Frage. Ach, gehe Richtung Süden. Ja, das wäre hier, ne? Da oben ist ein Ätherkanal, den sollte ich eventuell mitnehmen. Ich brauche das bestimmt. So, den Vorsch ignorieren wir und rennen jetzt weiter. Einfach weitergehen. So, wir gehen nach Fornis. Das ist wahrscheinlich wieder eine 10 Minuten Videosequenz wird, wenn ich jetzt da reingehe. Ja, das müssen wir wirklich. Ich halte mich nur bereit, falls da jetzt eine Filmsequenz kommt. Oh, keine Filmsequenz. Jetzt kommt einer aber wahrscheinlich. Hold it a moment. I have a proposal as to our next route. Okay, shoot. I'll send you the map data. Broadly speaking, it's either east or west. I would suggest we go west. Why is that? The area to the west is under Agnes's control. There is a certain degree of risk, as they'll have deployed a number of units, but it's the quickest way to get south. What about the east route? No man's land. None of the colonies have laid claim to it, as of yet. However, we'd suffer a significant time loss. Time versus risk. Ich hab's für Risiko. Wait a sec. We're gonna stir up the skeeter nest. I only said there was a degree of risk. Really, it's not so bad. But Agnian troops are deployed there, yeah? Yes. And we're still gonna go? All I said is that it would be more efficient. Efficient? Well, maybe we do need to be more efficient. Faster is better. We don't want to be dragging our heels forever, right? Hey, I just have to ask. Are you trying to push some agenda? What? No, certainly not. But you admit the east route is the safer option. Wäre eigentlich auch eher für die Ostroute. Why wouldn't you pick the safe way? Because time is of the... Look, there you go again. That's not all, though. It's all wasteland to the east. The heat, it'll be unbearable. Yeah, you're gonna melt in the sun. I'm fine with your choice, but we need to think about everyone's safety. Noah, what's your take? Me? I think I'd rather take the safe route.
As for the heat, we can probably figure something out. There, 4-2. Tyon, Senna. Please. Fine then, if you absolutely insist. Then it's settled. Come on, cheer up, guys. We're out of here. Okay. Sehe schon. Wir müssen einmal durch ein komplettes Ödland. Das sind nur Kakteen, Leute. Keine Sorge. Kakteen tun uns nichts, solange wir sie nicht anfassen. Der Satz klang auch wieder so merkwürdig. Na gut. Ich würde sagen, wir lassen jetzt das hier an der Stelle jetzt mal sacken. Wir haben ein neues Gebiet gefunden. Und wir haben uns mit 2 Botzen angelegt. Zusätzlich haben wir neue Techniken so gesehen bekommen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!